Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Top 13 Liste und auch diese Liste ist so richtig retro, denn ich habe für euch die 13 besten Point-and-Click-Adventure von früher. Ja, Point-and-Click, da fällt uns sofort LucasArts ein, aber auch Sierra, na, und vielleicht auch noch ein, zwei andere Firmen, die ich jetzt nicht direkt so im Kopf habe, aber das ist ja auch egal, es geht ja hier um die einzelnen Spiele, deswegen fangen wir direkt mal an mit Platz 13, Simon the Sorcerer. Ja, das war zum Beispiel von einem anderen Studio. Und das war auch schön, das war auch toll und ging um Simon den Sorcerer, den Zauberer halt. Ne? fand ich auch großartig, war ein bisschen anders so vom Gefühl her. Es hatte nicht ganz die Klasse von LucasArts, aber es hat trotzdem unheimlich viel Freude bereitet und unheimlich viel Spaß gemacht. Ich kann mich auch an die Story überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, es gibt ein Remake dazu, das ihr heutzutage spielen könnt. Und das ist so eine feine Sache. Ja, könnt ihr dann auf Steam oder so, könnt ihr euch das besorgen und könnt das dann spielen. Ist cool. Macht das mal. Macht bestimmt Spaß. Muss ich auch mal machen. Ich glaube, ich mache das mal. So die alten Point-and-Click-Adventure wieder rausgraben, das ist eine super Idee. Mensch, wenn ich diese Top 13 nicht hätte. Platz 12. Leisure Suit Larry. Ja, Larry. Larry Laffer. Damals noch nicht von Oliver Pocher gesprochen. Es gab einen Teil, da hat Olli den gesprochen und das war eigentlich auch okay. Und damals fand man Olli auch noch lustig. Heutzutage kann der nur noch Wendler-Witze aber pff, und irgendwelche Influencer kaputt machen. Sei es drum. Aber damals hat der... ja, das ist so. Ne? Obwohl der Weiß Schmidt damals eine ganz kleine Wurst war und immer untergebuttert wurde. Aber sowas färbt halt wahrscheinlich ab mit der Zeit. Ne? Nichtsdestotrotz, wir reden über Larry Laffer. Und der hat damals in seinem ersten Spiel direkt abgeräumt. Also es war gar nicht mal so unendlich Point and Click. Ich meine, es war teilweise auch noch mit viel Texteingabe. Man musste immer noch so Sachen eingeben. Und das Besondere an diesem Spiel war, dass es halt für Erwachsene war. Und es hatte definitiv schon Sachen. Man konnte im Prinzip direkt am Anfang in ein Zimmer gehen und konnte da mit einer Frau kopulieren und hat dann Tripper bekommen und ist gestorben. Ja. Musste man also erstmal Kondome besorgen. Und im Prinzip ging es darum, ja. Er wollte eine schöne Zeit haben und das war im Prinzip der Aufhänger dieser Storyline. Und ja, Larry Laffer war cool. Also ich hatte Spaß damals, ich hatte auch bei den Folgespielen Spaß und das läuft ja heutzutage immer noch, gibt es so einiges. Inzwischen sieht er ein bisschen anders aus, hat so einen Quadratschädel, aber war damals ein lustiges Spiel, ist heute noch ein lustiges Spiel. Gibt auch davon, glaube ich, ein Remake. Es gibt von fast all diesen Spielen gibt's ein Remake. Also von daher kann man wahrscheinlich die meisten davon auch aktuell wieder spielen. Tatsächlich mit aufgebohrter Grafik in den meisten Fällen. Oder ihr müsst gerade bei den LucasArts-Sachen von früher diese Scum-App drauf haben. Komme ich aber gleich nochmal zu. Platz 11. The Dig. Ja, das war ein Spiel, wo es im Prinzip um eine Ausgrabung ging. Hatte mit Außerirdischen zu tun und war produziert, soweit ich das richtig verstanden habe, oder das Drehbuch, ich bin mir nicht ganz sicher, eins von entweder produziert oder Drehbuch oder beides von Steven Spielberg. Ja, das muss man sich mal reinpfeifen. Ich meine, ne, LucasArts, Steven Spielberg, das passt schon gut zusammen. Dementsprechend eine sehr coole Sache. Ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel gehabt, habe aber nicht mehr so viele Erinnerungen daran. Ich weiß nur, dass man damals irgendwie, ich glaube sogar nicht mal auf der Erde, irgendwelche Artefakte von Außerirdischen gefunden hat. Ja, und das war dann im Prinzip so der Aufhänger für dieses Spiel. Da musste man sich auch durch die Story klicken, wie man das kennt. Und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Vielleicht muss ich es mal wieder spielen. Es ist lange her, dass ich es gespielt habe. Kann man das überhaupt noch spielen irgendwo? Weiß ich gar nicht, ob das auf aktuellen PCs noch läuft. Platz 10. Zack McCracken. Damit hat im Prinzip fast alles angefangen, meine ich mich erinnern zu können. Das war auf jeden Fall eins der Spiele, die damals diese ganzen Sachen mitbegründet hatten. Ich erinnere mich immer an dieses wunderbare Titelbild, wo er dann dieses Goldfischglas unterm Arm trägt. Na, und da hatte ich auch sehr viel Spaß dran. Auch eine skurrile Geschichte. Ich meine mit Zeitreisen, na, aber das ist lange, lange her und ich habe es wirklich ewig nicht gespielt. Es war damals auch auf dem C64. Na, das ist also wirklich lange her. Ja, und ich habe aber positive Erinnerungen da drin. Also wenn ich Zack McCracken höre, denke ich sofort, oh, schön. Ja, ich hoffe, es geht euch auch so. Falls ja, habt ihr eine coole Zeit gehabt früher. Ich weiß, ich hatte eine coole Zeit und habe da sehr unheimlich viel Spaß gehabt. Ja, genau, das hatte ich auch. Sehr unheimlich viel Spaß. Das ist genau der richtige Fachausdruck. Platz 9, Vollgas, Full Throttle. Ja, das war so ein Spiel, das war auch ein bisschen anders. Das hatte, glaube ich, gar kein Interface mehr in dem Sinne, sondern wirklich nur noch dieses Drehrad.
Ja, vielleicht war das auch noch nicht bei Sam & Max, vielleicht war das erst beim Sam & Max Remake und vorher gab es das noch unten mit diesen Fenstern. Ich glaube, das war so, Full Throttle war wahrscheinlich das Spiel, wo das das erste Mal so war. Und deswegen war das auch anders. Es hatte auch sehr viel mehr Zwischensequenzen und sehr viel weniger aktive Spielzeit gefühlt. Ne? Aber die Zwischensequenzen sahen fantastisch aus. Die waren nämlich als richtige Comics gemacht, richtige Zeichentrick-Geschichten. Ne? Im Spiel sah das auch ziemlich cartoony aus, aber natürlich ein bisschen verpixelt das Ganze. Aber das war auch ein Spiel, das sehr viel Spaß gemacht hat. Die Storyline kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass sie insgesamt ein bisschen schwächer war als von den anderen Spielen teilweise und auch nicht ganz so lustig das Ganze. Aber es ging halt um einen Rocker mit seinem Motorrad, ne, mit dem großen Kinn, das er doch hatte und der dann unterwegs war und im Prinzip ja, eine Geschichte erlebt hat, von der ich wirklich gar nichts mehr weiß. Aber ich weiß, dass es mir Spaß gemacht hat und ich weiß, dass das damals auch imponiert hat. Ne? So ein Rocker mit Motorradkluft und ist ja logisch, ne? Mit der Harley, ich weiß nicht, ob er eine Harley hat, aber er hatte irgendwie ein cooles Motorrad und das ist schon geil. Das ist schon geil. Ne? Kneipenschlägereien gab es da, das ist ziemlich sicher und auch noch andere Sachen. Es war ein schönes Spiel. Es war ein schönes Spiel, es war auch eine Kriminalgeschichte, glaube ich, größtenteils. Ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Langes her. Platz 8. Maniac Mansion. Das erste. Ja, Maniac Mansion. Ja, damals schon ein Klassiker. Ich habe es auf dem C64 gespielt. Es ist schon lange, lange her. Na, und das Benzin für die Kettensäge gibt es in dem Spiel nicht. Punkt. Gibt's einfach nicht. So heißt es. Es ist eine Legende. Ne? Und wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr vielleicht von dieser Legende. Ihr findet im Spiel irgendwann eine Kettensäge, aber es gibt kein Benzin dafür. Ne? Maniac Mansion, total verrücktes Abenteuer von Charakteren. Ihr könnt euch aussuchen, mit welchem Charakter ihr spielt. Ne? Und ihr könnt dann halt in dieses Haus gehen und dann, ja, Point and Click. Ne? Ganz, ganz klassisch und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Total skurril, total abgefahren und das hat damals schon sehr geprägt. Platz 7, Loom. Warum steht das hier drauf? Viele von euch sagen, Loom, ich kenne ich gar nicht. Loom, da ging es um Weben. Ne, also, ich weiß nur, dass da so Kapuzentypen rumgerannt sind und man selber auch so einen Kapuzentypen gespielt hatte und es ging um das Webgespinst der Zeit und der Welt und des Lebens und es war eine super abgefahrene Fantasy-Story und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und ich weiß gar nichts mehr sonst über dieses Spiel. Das ist echt übel. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich das super toll fand, weil es was Besonderes auch war. Ja, also das ist ein Spiel, das wirklich so wahnsinnig viele Leute nicht toll fanden. Das ist, glaube ich, eins der schwächsten Spiele aus der Meinung vieler Leute. Also viele Leute finden das nicht so gut. Mir hat es damals unheimlich gut gefallen. Deswegen musste das hier auf die Liste und auch so weit oben. Ja, weil ich fand es damals toll. Und dementsprechend habe ich das jetzt einfach so weit nach oben auf die Liste gesetzt. Und so ein paar Überraschungen müssen natürlich auch in diesen Top 13 drin sein, wo ihr sagt, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Das sehe ich auch nicht. Platz 6. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Jawohl, es gab auch noch Fate of Atlantis, das kam später. Ich spreche jetzt aber wirklich über das letzte Kreuzzugspiel. Na, da erinnere ich mich auch sehr genau dran, vor allen Dingen, weil in dem Spiel ist es so, wenn er dann diese Tafeln überschreitet mit dem Wort Jehova, im Spiel wird es nicht mit I geschrieben. Das stürzt er erstmal ab. Ja, ist so. Also fand ich auf jeden Fall lustig. Das Spiel hat mich auch wirklich gefesselt. Es war damals auch ein sehr schönes Spiel. Auf dem Amiga damals. Ich meine, das war nicht mehr auf dem C64. Das kam erst auf dem Amiga. Und damals hatten wir sehr viel Freude mit dem Amiga und mit diesem Spiel. Es sah fantastisch aus. Es hatte die Originalmusik. Der Amiga hatte ja einen coolen Soundchip. Da konnte man also einiges rausholen. Na, und das war einfach ein tolles Ding. Es war ein tolles Game, das im Prinzip den Film nachgespielt hat und deswegen hat es noch mehr Spaß gemacht, weil man halt den Film nachgestellt hat. Na? Ja, auch mit dem Zeppelin und alles, diese ganzen Sequenzen in dem Schloss etc. etc. Es war alles mit drin und es hat unheimlich viel Freude gemacht. Fate of Atlantis war auch cool, war aber im Prinzip schon am Ende dieser ganzen LucasArts-Geschichten und danach ist das auch fast gestorben. Es ist wieder aufgekeimt mit Spielen, die jetzt hier nicht auf der Liste stehen. Warum stehen sie nicht auf der Liste? Weil sie zu neu sind. Sowas wie Deponia oder Baphomets Fluch steht hier nicht drauf, weil es mir zu neu ist. Na? Dürft ihr also nicht denken, dass ich das nicht gut finde, sondern die sind halt zu neu und deswegen stehen sie hier nicht mehr drauf. Na? Das sind nämlich die ganzen Retro-Dinger, die klassischen. Platz 5. Discworld. Ja, und als alter Terry Pratchett-Fan, der alle Discworld-Romane gelesen hat, war das Spiel natürlich für mich ein absolutes Muss.
Und es funktionierte sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung. Denn in der englischen Fassung hat Eric Idle den Rincewind gesprochen, den Zauberer, der das bei sich auf dem Hut stehen haben musste, mit Doppel-B allerdings, damit man auch weiß, dass er ein Zauberer ist. Na, der im Prinzip sein Abenteuer erlebt. Es geht um einen Drachen, es geht um den Patrizier und es geht um den Tod, der hier als Person natürlich auch wieder dabei ist und natürlich versucht, Rincewind auch dazu zu bringen, dass er langsam mal über die Klinge springt, wie man so schön sagt. Ja, ein sehr, sehr schönes Spiel. Damals in einem sehr schönen, cartoonigen Style. Ich habe es zum Beispiel für die PlayStation 1 gehabt, ne, aber auch irgendwie für den PC und ich habe sogar noch das Lösungsheft dazu. Ja, weil Discworld war ein Spiel, was man ohne Lösungsheft teilweise gar nicht so recht lösen konnte. Also es war sehr, sehr schwer. Teilweise. Also es gab wirklich Rätsel, die waren so unglaublich schwer, aber es war einfach toll und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich fand's großartig, Discworld. Ein fantastisches Adventure damals. Nicht weniger cool war eigentlich der zweite Teil, der ist jetzt aber hier aus irgendeinem Grund nicht mit auf der Liste gelandet. Entweder kam er zu spät raus, na, oder ich wollte das von Anfang an zusammenfassen und habe nur vergessen, 1 und 2 dahin zu schreiben. Das war aber schön. Also Discworld 2 war auch schön, hatte noch schönere, cartoonigere Grafik. Ist hier jetzt nicht mit drauf auf der Liste, aber die Spiele waren alle toll. Also 1 und 2. Es gab noch Noir, da weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber 1 und 2 waren großartig, ging um Rincewind und das ist immer ein Spaß. Platz 4, Sam and Max. Relativ weit unten auf dieser Liste, muss ich sagen. Obwohl das auch super war und ich glaube, das war eins der ersten Spiele, das damals dieses Scrollrad hatte für Aktionen. Ne? So greifen und so. Und da konnte man dann klicken und dann kam gegen so ein Scroll und dann konnte man auswählen. Da musste man nicht mehr unten diese einzelnen Dinge auswählen, die man so hatte, sondern man hatte eine gesamte Grafik. Das Spiel war toll, es war skurril, es hatte abgefahrene Charaktere, es hatte einen unheimlich tollen Humor und eine wahnsinnig verrückte Geschichte, von der ich überhaupt gar nichts mehr weiß. Also ich weiß, das ist die Freelance Police, das sind, sag ich mal, zwei Privatdetektive, beziehungsweise, ja, vielleicht sogar Polizei, Freelance Police. Freelance Police ist ja aber eigentlich nicht offiziell. Keine Ahnung, das habe ich so nie durchstiegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Sam und Max ultra lustig war, ultra viel Spaß gemacht hat und ich vor kurzem die Actionfiguren dazu gezeigt habe. Also schaut euch mal auf dem Kanal um, könnt ihr euch das Review angucken für diese wunderbaren Actionfiguren von Bossfight Studio, die total toll sind zu Sam und Max und die auch Grund unter anderem waren für diese Top 13 Liste. Platz 3, Monkey Island 2. Ja, und 3. Den habe ich jetzt hier auch so offiziell nicht auf der Liste. Kleiner Spoiler für die obersten Plätze. Monkey Island 3 steht hier auch nicht drauf. Aber auch das war toll und eigentlich auch alle weiteren Teile. Also Monkey Island kannst du generell eigentlich als komplettes Ding sehen und einfach toll finden. Der zweite Teil war großartig, hat unheimlich viel Spaß gemacht. War einfach im Prinzip dasselbe nochmal, aber schöner. Und das ist halt einfach dann so eine Sache, wo du sagst, wow, da habe ich Freude dran. Auch am dritten Teil, der dritte Teil hatte eine komplett Zeichentrick-Grafik, das fand ich auch wieder richtig toll. Später wurde es dann computeranimiert. War alles computeranimiert, war ja auf dem Computer. Aber ihr wisst, was ich meine, da hatte das so eine 3D-Grafik dann. Ja, also der dritte Teil war noch so richtig gezeichnet und der zweite Teil hatte halt noch Pixel-Grafiken. Ja, auch der war damals ganz, ganz toll. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, welchen Untertitel der hatte. LeChucks Rache oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall ein tolles Spiel mit einem tollen Twist am Ende. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinpfeifen. Mit der Scum-App, das war eine App, die man sich runterladen konnte, damit man diese alten Spiele auch nochmal wieder starten kann. Ich muss allerdings irgendwo, ich habe mir die Spiele alle ganz normal, die mit Box und so, ne, oder halt in so einem Emirate-Tray, habe auch noch dieses Drehrad, das man damals brauchte. Also ich weiß, dass es damals eine Zeitschrift gab, wo eins dieser Monkey Island-Spiele drin war und da musste man sich dann, das war generell der Kopierschutz, dann musste man sich das ausschneiden. Na, und dann so, ja, auf so einem Ding in der Mitte, ihr kennt diese Teile, die so machen, ne? Kennt ihr diese, ne? So zwei so Dinger und oben so ein Pinökel, konntet, wie so eine Niete. Na, und das konntet ihr dann drehen und dann musstet ihr Gesichter zusammensetzen. Und das war dann der Kopierschutz, sonst wärt ihr nicht ins Spiel gekommen. Heutzutage gibt es die Scum-App, ich weiß eigentlich nicht, ob du dann dieses Drehrad noch brauchst. Gibt es aber auch online, kann man sich auch angucken und holen und besorgen. Und vielleicht gibt es da sogar inzwischen eine Variante, die animiert ist. Was weiß ich. Auf jeden Fall war das damals cool, damals unheimlich viel Spaß gemacht mit Monkey Island. Und dementsprechend Platz 2, Monkey Island. Jawohl, der erste Teil steht hier als extra Platz auf der Liste. Das hat mich damals komplett weggehauen. Ich habe sogar das Remake gespielt, das es dazu gab. Das hatte dann eine etwas schickere Grafik, war aber genauso toll. Hatte diese wunderbare Storyline. Ich fand das so großartig, diese skurrilen Ideen. Ne? So von wegen, irgendwann im Laufe der Geschichte wird Guybrush, so heißt der Held, ins Wasser geworfen. Mit einem großen Stein.
So, und dann steht er da. Und der steht da sehr, sehr lange, weil er kann sehr lange die Luft anhalten. Und ich glaube, so nach einer halben bis dreiviertel Stunde, wenn man wartet, könnte das sein, dass er ertrinkt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der wirklich jemals ertrinkt. Wie löst ihr das Problem, dass ihr da unter Wasser seid? Ihr nehmt einfach diesen Stein, der einfach so groß ist wie ein Riesenfelsen, nehmt ihn und packt ihn euch in die Tasche und dann könnt ihr wieder aus dem Wasser rauskriechen. Verrückt? Absolut, aber genau das hat diese Spiele ausgemacht und es war ganz, ganz toll. Der Grog war zum Beispiel so stark, dass der unten aus dem Becher raus ist und du musstest an irgendeiner Szene, musstest du auch so einen Grogbecher von A nach B bringen und der hat sich dann da, gab es auch im dritten Teil nochmal, da wurde das nochmal wiederholt. Es war einfach fantastisch, es war ein tolles Spiel, es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit Stan, dem Verkäufer von irgendwelchen Sachen. Na, der hat immer so gestikuliert und war immer total wild. Na, und ich möchte Funko Pops dazu und Actionfiguren dazu. Zu diesen Figuren möchte ich Funko Pops und Actionfiguren. Bitte macht mal was. Na, es gab mal eine Version von dem Remake des Spiels, da war eine Statue mit dabei. Habe ich aber damals verpasst aus dem 200, 300 Euro für sowas. Geht ich meistens nicht aus. Dementsprechend habe ich es nicht. Aber was zu Guybrush wäre toll. Also wenn da irgendwas käme, würde ich total toll finden. Feiere ich. Ich liebe das. Ja, deswegen habe ich letztens auch in der einen Lootbox das T-Shirt so gefeiert. Weil da war LeChuck drauf und da war Guybrush drauf und Elaine waren drauf. Und das als Ghostbusters Crossover, was irgendwie so gar nicht passt. Aber gut, sei es drum, es waren meine Helden von damals drauf. Und dementsprechend habe ich es sehr gefeiert. Und ja, wenn ihr Monkey Island mal wieder spielen wollt, holt euch das Remake. Na, das kriegt ihr für ein Abel und ein Ei irgendwo. Na. Was ich jetzt hier nicht drauf habe, sind weitere Sierra-Titel. Sowas wie King's Quest, Police Quest, habe ich hier jetzt nicht drauf. Warum habe ich das hier nicht drauf? Diese Spiele waren auch toll, aber es passen halt nur 13 in diese Liste. Und diese 13, die ich jetzt hier habe, es sind ja technisch gesehen sogar mehr als 13, weil Monkey Island 2 und 3 und Fate of Atlantis etc. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Es gab einige Titel, ne, wo es dann eben noch Fortsetzungen gab. Auch Grim Fandango steht hier nicht drauf. Warum nicht? Weil es mir auch zu neu war. Ne, dementsprechend, man könnte auch noch eine zweite Liste machen mit den Titeln, die hier jetzt nicht drauf passen. Aber dann wieder 13 zusammenzukriegen, wird schwierig. Ne, also, King's Quest und Police Quest waren auch tolle Spiele. King's Quest gibt es jetzt auch, glaube ich, eine Remake-Variante, die man aktuell spielen kann. Könnt ihr euch mal reinpfeifen vielleicht. Ne? Aber jetzt kommen wir erstmal zu Platz 1. Day of the Tentacle, Manic Mansion 2. Dieses Spiel ist einfach ungeschlagen gut und ich habe das in der Originalfassung von damals für den Amiga, für den PC. Es gab das, weiß nicht, ob es auf dem C64 das zweite auch noch gab, aber ne, von Amiga habe ich es nicht. Ich habe es für den PC. Ich habe mit Box und allem drum und dran, für den PC habe ich es und ich habe natürlich die grafisch aufpolierte Variante auf Steam. Also auch dieses Spiel könnt ihr aktuell noch spielen und es ist einfach fantastisch mit Hoagie, Bernard, Laverne, Popo-Tentakel, dem grünen Tentakel, ne, und den ganzen anderen abgefahrenen, skurrilen Charakteren. Dieses Spiel hat auch eine fantastische Grafik, es ist auch eine Zeitreisegeschichte. Vor allem, was lustig ist, ist, dass man dann in bestimmten Zeiten bestimmte Dinge machen muss, damit man später bestimmte andere Dinge hat. Und das fand ich toll. Es hat einfach unheimlich viel Atmosphäre, dieses Spiel. Und es ist wahrscheinlich das allerbeste LucasArts Adventure, das jemals produziert wurde und wahrscheinlich jemals produziert wird. Ich habe gehört, LucasArts gibt es wieder. Die waren eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden. Die sollen wieder da sein. Vielleicht machen die mal was Schönes. Auch zu Day of the Tentacle wünsche ich mir Actionfiguren. Hätte ich sehr, sehr gerne, ne? Actionfiguren, auch von Boss Fight Studio oder eben auch Funko Pops würde ich auch total feiern. Wobei die nicht diese Funko Pop Köpfe haben dürften, sondern eher schmalere. Also, was soll man sagen? Es ist eine schöne Zeit, zurückzukehren in die Vergangenheit und sich diese Spiele alle nochmal anzutun. Na, wenn ihr Bock drauf habt, wisst ihr wo. Na, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich weiß, ich hatte Mordspaß dabei. Na, und jetzt könnt ihr auch euch mal die ganzen anderen Retro-Top-13-Listen angucken. Da gibt es nämlich so einiges auf dem Kanal. Und es wird auch noch einiges kommen. Ich habe viel geplant. Na, bis dahin bin ich erstmal raus. Abo, Daumen, Benachrichtigungsglocke. Wieder anschalten, Kommentare dalassen, welches war euer Lieblingsspiel. Macht es gut. Tschüss.